Hamburger, nach heldenhaftem Kampf, nach unermüdlicher Arbeit für den deutschen Sieg und unter grenzenlosen Opfern ist unser Volk dem an Zahl und Material überlegenen Feind ehrenvoll unterlegen. Am Ende zählte nur eins. Ich, Hans-Jürgen Massakoi, hatte mit meiner Mutter das Inferno-Nazi-Deutschland überlebt. Einige wenige Menschen, Freunde, hatten uns dabei geholfen. Vorsichtig, Junge. Wenn die Gestapo dich aufgreift, du weißt doch, du darfst das nicht. Du bist verboten. Mutter, der Krieg ist vorbei. What are you doing here? Are you a soldier? Nein. Ich lebe hier. Ich bin Deutscher. He's German. That's unbelievable. Black man, you're alive. It is for you. Lucius Kite. Take care. Danke. Mein Leben fing großartig an. Meine Mutter freute sich riesig auf mich. Wenn die Sirenen Hamburgs ertönen, müssen Matrosen an Bord, an Bord. Flaschen zerbrochen, Männer erstochen, müssen Matrosen an Bord, an Bord. Cappa Cappuccino, ahoi Cappuccino, Hamburger Mädel bleib mir ganz treu. Und so kam ich am 19. Januar im Jahre 1926, einem Dienstag, zur Welt. Guten Morgen. Bertha, wo ist es? Wo ist dein kleines Bonneschätzchen? Bertha, du hast ja ein Mohrenkind geboren. Ja. Na, guck mal. Das ist ja ganz schwarz. Und die Äuglein hier. Wie Kohlestückchen. Bertha, Bertha. Wo hast du das nur her? Er heißt Hans-Jürgen. Mit Bindestrich. Ist er nicht ein Prachtkerl? Mein Großvater war kein geringerer als ein König aus Afrika. Momulu Massakoi. König der Wai und erster Generalkonsul Liberias in Hamburg. Meine Mutter hatte seinen Sohn Alhai bei einem Besuch im Krankenhaus kennengelernt. Und dieser Alhai hatte ihr Herz im Sturm erobert. Eine große Romanze, aus der nach kurzer Zeit meine Wenigkeit hervorgegangen war. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Da mein Vater noch in Dublin studierte, konnte er mich leider nicht persönlich willkommen heißen. Ein schönes Kind. Wann kommt Alhai? Mein Sohn Alhai wird in wenigen Tagen kommen und er wird sie heiraten, Fräulein Bates. Mein Großvater bestand darauf, dass wir bis zur Hochzeit in seinem Haus leben sollten. Und so zogen meine Mutter und ich in die Konsulsvilla in der Jonsallee. Das ist meine Frau Rachel. Ja. Unsere Tochter Fatima. Fräulein Beth. Und das ist unser Enkel Hans-Jürgen. Meine Mutter hatte ihre Arbeit im Krankenhaus aufgegeben. Sie träumte davon, eines Tages in Afrika zu leben. Mit mir und meinem Vater. Hast du was von ihm gehört? Von Alhai?
Will er, dass ich mit Hans-Jürgen zu ihm komme? Bertha, fehlt dir hier etwas? Um Gottes Willen, nein. Ich will nicht undankbar sein, Mummel. Ich bin sehr gern in deinem Haus und in deiner Familie. Du, Opa? Ja? Warum sind die Wolken eigentlich so weiß? Ich kann es dir auch nicht sagen. Das ist halt die Natur. Schaut mal, wie niedlich. Wie der Sarotti-Moor. Und diese braune Haut. Da möchte man am liebsten reinbeißen. Ich wuchs heran und erkannte, dass dunkle Haut und krauses Haar Zeichen von Überlegenheit waren. Ich wurde von Weißen bedient und von Weißen bewundert. Ich lebte in dem festen Glauben, der Mittelpunkt des Universums und etwas ganz Besonderes zu sein. Guten Tag. Guten Tag. Else, du bist mein Name. Ich bin eingeladen. Kommen Sie bitte. Darf ich? Danke. Bertha! Else! Du siehst ja aus wie eine richtige Negerprinzessin. Schön, dass du da bist, Else. Die sind aber immens reich, die Leute hier. Stimmt's, Bertha? Da sind sie. Nee, Bertha, das traue ich mich nicht. Das kann ich nicht. Von den Manierlichkeiten her. Ach komm, die werden dich schon nicht beißen. Und wie spreche ich den an, den... Ja, wie du willst, entweder Herr Generalkonsul oder Herr Massakoi. Das ist meine Freundin Else. Guten Tag, Herr Exzellenz. Es freut mich außerordentlich, Fräulein Else, meine Frau. Herzlich willkommen. Meine Tochter. Hans-Jürgen. Tag, Hans-Jürgen. Tag, Tante Else. Sieh nur die Krone. Das ist mein Großvater als König. Ja, das bin ich mit Krone. Eines Tages werde ich ihn mitnehmen nach Afrika und sie ihm zeigen. Sehr bald. Das verspreche ich dir. Und das ist mein Vater. Der ist auch König. Nein, er studiert ja noch. Komm, Hans-Jürgen, zeig mir mal meinen Platz. Bertha, bitte. Das sind Familienangelegenheiten. Mumulu, eine Familie fängt an mit Mann und Frau. Ich habe keinen Mann. Willkommen zu Tisch. Aber mein Vater kam nicht. Seine Briefe wurden kürzer und seltener. Und immer zögerte seine Ankunft und den lang versprochenen Gang zum Altar hinaus. Für meine Mutter wurde es Zeit, sich von einem Traum zu verabschieden. Es gibt in Liberia große Probleme. Der Präsident hat mich gebeten, zurückzukommen, so schnell es geht. Ich soll Postminister werden. Gratuliere. Dann wirst du ja den ganzen Tag Briefe stempeln. Bertha, ich möchte, dass ihr mitkommt. Hans-Jürgen und du. Nach Afrika? Ja, nach Liberia. Nein, ich kann nicht, Mumulu. Du wirst in meinem Haus leben. Es wird dir nichts fehlen. Ich werde mit Al-Hai sprechen. Er muss tun, was ich ihm auftrage. Er wird dich heiraten. Ich werde keinen Mann heiraten, der nur dem Befehl seines Vaters folgt. Ihr weißen Frauen macht es euch nicht leicht. Deine Frau würde genau wie ich empfinden, Mumulu. Ich warte doch schon seit Jahren auf Al-Hai. Ich habe viel zu lange gewartet, wegen Hans-Jürgen. Aber jetzt ist es genug. Ich bleibe in Hamburg. Dann werde ich dir Geld schicken. Danke, nein. Ich werde mein Kind alleine durchbringen. Hamburg kann kalt sein.
Ich weiß. Das ist für Hans-Jürgen. Sie gehört der Alhai. Danke, Momolo. Vielleicht besinnt er sich noch. Hänschen klein. Mein kleiner Prinz. Und so verließen wir das warme Haus meines Großvaters. Die feine Gegend Hamburgs. Mein frühes Paradies und Königreich. Wir zogen ins Arbeiterviertel nach Hamburg-Barmbek. In die Stüttenstraße. Straße. Komm, Hans-Jürgen. So, hier wohnen wir. Ich glaube, wir sind ganz oben, unterm Dach. Hans-Jürgen, hier gibt's nur kaltes Wasser und hier gibt's auch kein Telefon. Ich wäre auch lieber mit deinem Vater in Liberia. Du, Mutti? Ja? Darf ich mit ins Krankenhaus? Ich glaub's dir wohl. Und dass du dich ja anständig... Frau Möller, das ist er. Das ist mein Hans-Jürgen. Hi. Der ist ja wirklich fast schwarz. Komm. Ja, ne? Ich weiß. Ja. Hans-Jürgen, sofort gibst du Frau Müller die Hand, ja? Ach, nein, das muss er ja gar nicht. Ja, na dann. Immer noch rein. In meine gute Stube. Dankeschön. Ja, schauen Sie sich um. Danke, Frau Müller. Heute Mittag mache ich Blumenkohl. Magst du den? Nehmen Sie doch einen Moment Platz, bitte. Danke. Ein Kaffee? Danke, nein. Nur ein Schlückchen. Ist ja fein, dass Sie Arbeit haben. Ich habe meine Anstellung im Krankenhaus wiederbekommen. Arbeit ist jetzt erstmal das Wichtigste. So ist es. Für dich habe ich ja Kakao. Und? Haben Sie einen Kater zu dem Söldner da? Nein, habe ich nicht. Ja, ja, da muss es ja auch ohne gehen. Aber für eine so schöne junge Frau, da wäre ja ein Beschützer auch nicht verkehrt, oder? Frau Müller, ich will nicht gleich am ersten Tag unpünktlich sein, aber... Nein, gehen Sie ganz in Ruhe arbeiten, Fräulein Bertha. Ich kümmere mich schon um den Lütten. Ich habe schon so viele Kinder großgezogen. Die Erika von nebenan und meine Tochter natürlich auch. Und dann die drei Lümmels vom Lotsen Harms. Dem war ja die Frau gestorben. Mein Gott, war das traurig. Hans-Jürgen, dass du mir ja nicht schön lieb sein, hm? Dankeschön, Frau Müller. Ich hol dich dann am Abend ab, ja? Wir schaffen das schon. Bis dann.
Möchtest du eine Kirsche? Aber so einen feinen Anzug, den kannst du bei uns in Barmbek nicht tragen. Bist du mein neues Hausmädchen? Ja. Ja, ich bin dein neues Hausmädchen. Tante Möller. Und du bist mein Schokoladenkeks. Bertha! Else! Dass du wieder da bist! Sie wollte nach Afrika und nun bleibt sie hier. Ja. Und so einen hübschen Jungen hat sie. Sag mal, der kommt schon in die Schule, was? Nach Ostern. Der ist Peach, der schafft das. Und von diesem, wie hieß der? Al-Hai. Von dem reden wir nicht mehr. Ich sag immer, das kann dir auch mit einem deutschen Mann passieren. Ach, Bertha, ich freu mich. Else? Ja, wenn die Liebe nicht wär, wär der Kinderwagen leer und der Storch muss stempeln gehen. Ja, wenn die Liebe nicht wär, wär der Kinderwagen leer und der Storch muss stempeln. Willst du heute Mittag Kartoffelpuffer? Oh ja. Oh, halt einer. Morgen. Na komm. Morgen. Jetzt bringen wir die Wäsche weg und dann gehen wir einkaufen. Morgen, ihr beiden. Morgen. Morgen, Frau Müller. Das ist doch meine. Ach, den brauchst du jetzt nicht mehr. Moin, Elsbeth. Moin. Ist das dein Enkel? Nee. Ach, ich dachte schon, deine Tochter war auf dem Bananendampfer. Ach, die hat doch weggeheiratet, diesen Knickahnes aus dem Harz. Und im Harz gibt's keine Dampfer, Wilhelm. Das ist Hans-Jürgen. Von Fräulein Beetz, der Sohn. Mein Schokoladenkeks. Tag, Hans-Jürgen. Hier, das ist mein Sohn Klaus. Und das ist Fiete, der Sohn vom Schneider. Die sind doch genau deine Kragenweite, was? Da könnt ihr mal schön Spielkameraden werden. Ja, morgen vielleicht. Komm. Neger, Neger, Schornstein, Feger. Hör auf, das macht man nicht. Hallo, du, Frau Müller. Ja, komm ins Jürgen. Bitte schön. Danke. Ein richtiges Negerkind bei uns in der Stückestraße. Siehst du, mein Mann wollte mir das nicht glauben. Ob der wohl abfärbt, wenn man dran rubbelt? Und die schwarze Wolle, das sieht aus, wie wenn man auf dem Kopf ist. Grabe das Kind nicht ein. Entschuldigung, ich wollte dich. Ich hab's ja auch nicht in deine Roulade. Also hören Sie, ich hab mal. Damit hier eins mal klar ist, er ist ein waschechter Hamburger. Nicht so eine Quittie wie du. Entschuldigung. Wo kommst du noch mal her? Aus Bad Bramstedt. Na, vor Deibel. Da möchte ich ja nicht dort über den Zaun hängen. Komm mal, Jung. Schreib's dann an, ja? Roulade, das ist eine Olympiarolle. Was sind das bloß für Kartoffelköpfe? Elende Faltenschnuten. Den ganzen Tag nur rumstehen und schnacken und schnacken. Die sollen mal lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren. Da liegt genug Schitte. Hans-Jürgen? Aber das erzählen wir mal nicht der Mutti. Die arme Bertha, die ärgert sich dann nur. Das braucht die gar nicht wissen. Das bleibt unser Geheimnis, versprochen? Gut. Wenn ich schon keinen eigenen Garten haben kann, dann wenigstens ein paar Blumen am Fenster. Nein, eine Mutter muss nicht alles wissen, so sehr man sie auch liebt. Sind die Nachbarn nett zu dir? Ja. Gefällt es dir bei Tante Möller? Ja. Oh Gott, heute muss ich dir aber auch alles aus der Nase ziehen. Hast du schon Freunde gefunden? Ja. Freunde? Von wegen. Doch ich war mutig entschlossen, hinaus in die Welt zu ziehen und mir meinen Teil davon zu erobern. Du, Mutti? Ja? Darf ich noch ein bisschen unten spielen? Ja, aber nicht zu lange. Es wird bald dunkel. Und mach dich nicht schietig. Ja. Auf unserem Spielplatz spielten die Arbeitslosen Karten. Wir Kinder tauschten Zigarettenbilder. Fiete und Klaus fanden meine drei Stück lächerlich. Fiete hatte schon drei komplette Sammlungen. Sein Vater, der Schneider, rauchte viel. Und Klaus' Vater war in der Partei. Was denn für eine Partei? Weiß ich nicht. Fiete? Schiff gegen Soldat? Nee, Schiff und Hütte gegen Soldat. Partei oder nicht, Klaus würde trotzdem nie so viele Sammlungen zusammenkriegen wie Fiete.
Klaus hatte nämlich zwei ältere Brüder, die ihm die besten Bilder vor der Nase wegschnappen. Fietes Mutter hatte schon erfahren, dass wir drei in die gleiche Klasse kämen. Und noch andere interessante Neuigkeiten hatte sie parat. Du, Hans-Jürgen. Meine Mutter sagt, deine Mutter ist eine Negerhure. Was ist denn eine Hure? Die macht was mit Männern. Ach so. Und was ist dein Vater? Königssohn in Afrika. Und wenn die groß sind, wäre ich auch Königssohn. Was ist denn für ein König? Kronkönig oder schwarze Schuhwichse? Pass bloß auf, du Bohrer. Zeig doch, ob du kämpfen kannst. 6 Handbreit Abstand. 1, 2, 3. Freunde bekommt nur, wer jederzeit bereit ist, sein Leben zu riskieren. Jungs, geht mir bloß weg von der Wäsche da. Ein Einsatz, der die Sache wert ist. Können wir in der Schule nebeneinander sitzen? Meine frisch eroberten Freunde Fiete und Klaus machten mich mit den wichtigsten Örtlichkeiten in der Stückenstraße vertraut. Als da wäre, die Schankwirtschaft Zanoletti, bis 1933 Treffpunkt der Kommunisten. Papa! Papa, der Wohnungsschlüssel! Aber mach keinen Blödsinn. Die Gänzen gehören zusammen. Und die Bauern. Vergiss die mal nicht. Was hast du denn hier in Hamburg Bauern? Sie präsentierten mich ihrem großen Freund, dem Schlossergesellen Ernst Kröger. Hey, wollt ihr ein paar Bad pfeifen? Tschüssi. Ernst Kröger, der weiß alles. Der weiß alles über die Welt. Und dem offensichtlich kinderfreundlichen Straßenpolizisten Wachtmeister Resen. Was habe ich da gesehen? Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Aber dich sehe ich hier zum ersten Mal. Das ist Hans-Jürgen, der Enkel des Königs von Afrika. Wohnt aber nicht in Liberia, sondern in der Stückenstraße 3, da hinten, mit seiner Mutter. Aha. Also Hans-Jürgen, brauchst keine Angst haben. Ich habe ein Auge auf dich. Und jetzt ab. Schönen ersten Schultag. Der hat gut reden. Weißt du, was meine Brüder über die Schule gesagt haben? Wenn man eine falsche Antwort gibt, dann peitscht einen der Lehrer aus auf den blanken Morsch, bis das Blut spritzt. Und wenn man die Kreide zerbricht, drückt einen der Lehrer die Hand, bis alle Knochen zersplittern. Kannst du nicht aufpassen? Holt doch jemand die Polizei! Erst schon wieder ein Unfall. Ich hab dich überall gesucht. Ich sag dir noch, mach dich nicht schietig. Bist du heute so still? Hat dich jemand gehänselt? Dieses alberne Schornsteinfegerlied? Wer das singt, kriegt von den Klappen. Versteh dich, mein Lieber. Du Mutti? Mhm. Was ist denn eine Negerhure? Sag deinen Freunden, das Wort will ich nie wieder hören, sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Und ich will nicht, dass du Neger sagst. Alle anderen sagen es. Dein Vater ist Afrikaner und du bist ein Halber. Opa Mumulu würde dir ordentlich die Leviten lesen, wenn er dich hören könnte. So viele Kinder werden heute eingeschult. Ich hatte keinerlei Lust auf das Abenteuer Schule. Kein Wunder, nach allem, was Klaus darüber erzählt hatte. Da wartet doch jemand auf uns. In der Tüte ist doch noch Platz, oder? Ja. Aber erst das Pausenbrot essen. Die Bonschen hinterher. Herr Jürgen. Danke, Herr Riesen. Albert Heinz? Hier. Setzen. Ansorge Ludwig? Hier. Setzen. Bade Emil? Hier. Setzen. Bels Hans-Jürgen? Hier. Wie schön, dass Hans-Jürgen in unserer Klasse ist. Darfst dich setzen, Hans-Jürgen. Bosselmann Heino? Hier. Doderer Franz? Hier. Setzen.
Mutters Arbeit auf der HNO-Station war miserabel bezahlt. Und nicht nur körperlich anstrengend. So, Herr Kuhlmann, war doch nur ein kleiner Piekser. Hat doch gar nicht wehgetan, oder? Nee. Schwesterwerte. Sind Sie eigentlich noch alleinstehend? Nein, ich wüsste auch nicht, was Sie das angeht. Wenn Sie mir noch mal an den Busen krapschen, dann sorge ich dafür, dass Sie hier rausfliegen. Ja, haben Sie mich verstanden? Ist ja unglaublich, was der sich erlaubt. Seine Unverschämtheit. Was ist los? Ah, Patienten. Die können einen wirklich innervieren. Denen gehört der Mund zugepflastert, gleich bei der Aufnahme. Aber du könntest ja trotzdem mal ausgehen, hm? Das muss doch kein Patient sein. Einfach nur ein netter Mann. Davon laufen ja da draußen ein paar rum. Kommst du einfach mal mit mir tanzen, hm? Ach, Else, ich möchte nicht. Ich habe meine Arbeit. Ich habe meinen Sohn. Ist ein gebranntes Kind, was? Das ist aber nicht gesund, Bertha. Eine Frau braucht einen Mann. Das ist nun mal so. Du hast doch auch keinen. Ich habe mich nun noch nicht entschieden. Der auf Zimmer 17, der mit der Angina. Der hat richtig Charme. Der mit dem Pflaster auf dem Mund? Warum wächst es mir dann eigentlich? Schafe oder aus dem Kopf, ne? Was denn? Halt die Klappe, du Wicht! Der gibt's ihm aber. Da schicken wir zurück nach Afrika. Was ist denn hier los? Der Neger hat mir gegen den Schienbein eingetreten. Wieso hat er das getan? Er hat mich ausgelacht und an den Haaren gewuschelt. Und die haben ihn gestoßen. Stimmt das? Der lügt. Du hast kein Recht, dich über andere und ihr Aussehen lustig zu machen. Wenn du diesen Schüler noch einmal belästigst, werde ich das deiner Klassenlehrerin melden. Verschwindet. Walter. Ja, Fräulein Eilert? Walter, ich denke, du bist ein besonnener Schüler. Dieser Junge braucht jemanden, der in den Pausen ein wenig auf ihn achtet. Hast du nicht Lust, das zu übernehmen? Keine Angst, Fräulein Eilert. Ihm tut keiner was. Ich werde ihn beschützen. Ich war auch mal so klein wie du. Nur kein Schornsteinfeger. Hallo, mein Stuhljunge. Hallo. Wie war's? Gut. Frau Eilert ist sehr nett. Ja? Ich habe sogar einen richtigen Beschützer. Den da. Walter! Ein Beschützer? Lehmann, Walter! Wie jetzt Bertha? Sie können sich darauf verlassen. Ich passe auf ihn auf. Danke, dass du dich um meinen Jungen... Du? Hat jeder hier einen Beschützer? Nur die mit komischen Haaren. War denn was in der Schule? Da hat einer an meinen Haaren gewuschelt und mich gestoßen. Und war sonst noch was? Und sie haben Neger, Neger, Schornsteinfeger gesungen. Aus allen Gruben und allen Ständen, eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. 1935. Adolf Hitler hatte 2 Jahre zuvor die Macht ergriffen und alles schoss ins Kraut. Die Parteifahnen an den Häuserwänden, die Blumen und meiner Mutter Sohn. Ich war 9 und hatte Schuhgröße 38. Die Stückenstraße Nummer 3 war unsere Heimat geworden. Und Tante Möller, unsere Familie. Streck mal die Arme aus. Kannst du dein Lied schon? Stadt Hamburg an der Elbe, Auen, die
bist du stattlich anzuschauen, mit deiner Türme Hochgestalt und deiner Schiffe Mastenwald. Heil über dir. Meine Mutter liebte Hamburg, Pflanzen und mich. In umgekehrter Reihenfolge. Doch in ihrem Leben als Frau gab es Neuigkeiten, über die sie mich noch nicht in Kenntnis gesetzt hatte. Du, Bertha? Ja? Dieser neue Personalleiter, dieser Walz. Ach, Franz Wahl. Er ist nur der Sekretär des Personalleiters. Aber das sag ich dir. Der hat ein Auge auf dich geworfen. Bist du denn darauf? Else, du tünst doch. Doch. Nur von Schwester Bertha wollte er sich alles zeigen lassen. Und er weiß sogar, dass du Jungfrau bist. Er arbeitet im Personalbüro. Dein Sternzeichen weiß er auch. Aber mein Sternzeichen interessiert ihn nicht. Nee, lass mal, Bertha. Der hat schick und ist nett. Weiß er schon, dass du einen Jungen hast? Das steht doch in meinen Papieren. Er hat mich gefragt, ob mein Sohn mir ähnlich sieht. Und was hast du gesagt? Welcher Sohn sieht schon seiner Mutter ähnlich? Woher kommt? Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen, Herr Wahl. Else, du wolltest doch noch auf die 4 Blutdruck messen. Blutdruck messen? Mhm. Wollte ich wohl, ja. Danke. Ich habe es mir gemerkt, Sie mögen Grünzeug. Mhm. Deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie mit mir mal ins Grüne gehen. Grüne gehen? Also, an einem Sonntag vielleicht, wenn Sie mal Zeit hätten. Vielleicht im Stadtpark. Sehr gerne, Herr Wahl, aber mein Sohn... Franz, Schwester Bertha, bitte. Ihr Sohn, ja, den nehmen wir doch wohl mit. Dazu möchte ich Ihnen was sagen, Herr Wahl. Ich meine, Franz, mein Sohn Hans-Jürgen, der... Wie soll ich das nur sagen? Er möchte nicht, dass sich seine schöne Mutter mit dem Sekretär des Personalleiters verabredet. Mein Sohn ist nicht wie andere. Wie nicht wie andere? Sein Vater ist Afrikaner. Ah. Tja, dann will ich hoffen, dass der in Afrika bleibt. Sein Vater natürlich. Ja, so viel steht fest. Trotzdem dauerte es noch, bis meine Mutter eine Einladung in ihre Privaträume folgen ließ. Franz wusste die Zeit zu nutzen. Für Bertha. Jürgen, ich habe da jemand kennengelernt im Krankenhaus und der heißt Franz Wahl. Und ich darf Franz zu ihm sagen. Der ist ganz lieb. Und der kommt uns jetzt besuchen. Mein Sohn Hans-Jürgen, das ist der Herr Wahl. Guten Abend, Herr Wahl. Franz, deine Mutter habe ich auch schon abgewöhnt, mich Herr Wahl zu nennen.
Nun komm doch rein. Bitte schön. Danke. Nein, du setz dich doch. Du kannst aber saubere Zahlen. Das Jürgen ist der Klassenbeste. Das musst du doch nicht sagen. Warum denn nicht? Ich bin doch stolz auf dich. Seine Lehrerin sagt, er ist ein ganz heller Kopf. Ich bin kein heller Kopf. Er soll aufs Gymnasium. Und dann kann er studieren und vielleicht Ingenieur werden. Ich sagte, ich habe kein einziges Loch im Zahn. Der hat kein einziges Loch im Zahn. Was? Das glaube ich nicht. Zeig mal her. Oh, das sind absolut perfekte Zähne. Willst du mal meine Soldaten sehen? Ja, selbstverständlich. Ich habe fast so viele wie Fiete und Klaus. Wer sind denn Fiete und Klaus? Meine Freunde. Ah. Kommst du, Franz? Ich komme. Zeig mal her. Der Franz ist bravo. Das freut mich. Aber er geht gleich nach Hause. Ich habe ja Nachtdienst. Schnurrschirn fängt ihren Winnetou. Wollen wir gleich weiterlesen? Ein Winnetou. Oh. 17 und 4. Mach dich pleite, Tante Müller. Gut. Geh gleich Karten mischen. Bertha, komm doch schnell mal rein. Ein Schlückchen kann nicht schaden bei Herrenbesuch. Denn ich bin so schon aufgeregt. Hier, Kissen und Decke. Ich packe ihn aufs Kanapé, du gehst nach oben. Ich muss ja verrückt sein. Du bist nicht verrückt, du bist verschossen. Weißt du, wie ihr mich nennt? Mein Tausendschönchen. Kommst du, Tante Müller? Komme. Hau. Gute Nacht, Mutti. Die sind ja alle aufgegangen. Die sind ja auch alle von dir. Und? Wie findest du ihn? Er ist ein prächtiger Junge. Kein Wunder. Bei der Mutter. Deutschland rüstete wieder auf. Und unser Lieblingsspiel hieß deshalb Krieg. Handgranate! Du bist tot! Nein, meiner kann noch kämpfen. Du bist tot oder ich spiele nicht mehr. Den Hitler müsste man haben. Der kann sogar den rechten Arm bewegen. Das können Goebbels und Göring auch. Adolf Hitler ist ein guter Mann. Sogar die Hitlerjugend hat er erfunden. Ludwig und Uwe und Karl-Heinz sind schon im Jungvolk. Wollen wir auch? Du kannst nicht ins Jungvolk. Warum denn nicht? Weil du noch nicht 10 bist. Ganz einfach deshalb. Fiete und ich könnten. Wir sind 10. Trotzdem. Ich weiß nicht recht. Mein Vater hat gesagt, Jungvolk ist besser als auf der Straße rumlungern. Sind deine Brüder schon drin? Was glaubst du denn? Die sind schon in der HJ. Mein Vater will unbedingt, dass ich mich auch anmelde. Er fragt mich jeden Abend. Und wann machst du es? Was mein Vater sagt, ist mir Schnurzpiepe. Da kann er 100-mal Blockwart sein. Ich finde, Jungvolk rechnet sich nicht. Eine schöne Uniform, dafür jeden Nachmittag marschieren, lohnt sich nicht. Was sagt denn deine Mutter? Die ist dagegen. Aber was die mir sagt, ist mir Schnurzpiepe. Ich mache es, wenn ihr es macht. Genau, ich gehe auch nur, wenn ihr geht. Zusammen oder gar nicht, weil wir Freunde sind. Bertha, warte mal. Ich habe was für dich. Guten Tag, Herr Wahl. Guten Tag. Wintersalat, Moorwurzeln, Buschboden. Das war sehr lieb von dir, Franz. Was soll ich das denn noch hinpflanzen? Ich habe noch eine Überraschung für dich. Stell dir vor, ich bin seit heute Personalleiter. Oh, Franz. Oh.
Gratuliere ich dir, das ging aber fix. Immer am Ball gewesen. Mein Personalleiter. Heil Hitler, mein Tausendschönchen. Komm, ich nehm's. Haben Sie schon gehört, Frau Möller? Berthas Franz ist jetzt Personalleiter. Deswegen muss er auch am Sonntag arbeiten. Personalleiter? Mhm. Oh, Bertherchen, das ist ja eine richtig gute Partie. Da könnt ihr euch ja bald verloben. So schnell schießen die Preußen nicht. Tante Möller, wo sind denn nun deine Indianer? Halt den Sappel. Ich frag den Mann vom Zoo. Sagen Sie, ich habe im Fremdenblatt gelesen, hier gibt's eine Völkershow mit Indianer. Wo ist das? Indianer? Indianer gibt es hier nicht. Oh. Die hatten wir mal. Jetzt haben wir Afrikaner. Afrikaner? Ja, so wie der Lütte da. Echt und lebendig. Das ist genauso interessant. Das ist ein richtiges Negerdorf mit Schaka-Schaka und so. Darüber hat sogar schon die Deutsche Wochenschau berichtet. Immer dort entlang. Dankeschön. Na, dann mal los. Na, kommt doch, Bertha. Da sind Sie ja. Gucke. Och, ja, draußen. Ohne Küche. Wo haben Sie die denn eingefangen? Bess, wie redest du denn? Trommeln können die ja sehr gut. Und die sind ja ganz nackig. Das haben die im Blut. Dieses Chaka-Chaka. Und die haben ja so viel Ketten um den Hals. Margarete, die riechen ja bis hier. Der Neger an sich soll ja nicht der reinlichste sein. Wo sollen die sich denn hier auch waschen, Fräulein Else? Wenn ihr euch hören könntet. Die, wo du warst, das waren ja richtig vornehme Neger. Aber es war doch eine Ausnahme. Sag doch mal selbst, Bertha. Die hatten mehrere Badezimmer, ja, und fließend Wasser. Habt ihr das bei euch zu Hause? Ist ja gut. Hey, Shasha. Braha, ja, Frau sei. Ober die Komma. Ja, wer ja Fufu umfährt, Braha. Braha, ja, Frau sei. Guck mal. Der hey, Sha. Das ist doch einer von denen. Was erlauben Sie sich? Das ist mein Sohn. Ich zeige ja auch nicht mit dem Finger auf Sie. Komm, Hans-Jürgen, wir gehen. Ich bin keiner von denen. Ich wohne in der Stückenstraße. Idioten. Wenn Franz dabei gewesen wäre, der hätte denen was erzählt. Man sperrt doch keine Menschen hinter Zäunen ein und hält sie wie Tiere. Irgendwann, wenn man mal was zu leide tut. Sagst du es mir und ich sag's dann dem Franz. Guten Morgen, meine liebe 3A. Guten Morgen, Fräulein Eilert. Setzen. Was gibt's, Friedrich? Mein Vater hat gesagt, das heißt jetzt nicht mehr Guten Morgen. Man grüßt jetzt mit dem deutschen Gruß. Das geht so. Heil Hitler! Soweit ich informiert bin, ist das nur eine Vorschrift für Beamte in Uniform. Ich trage keine Uniform. Nach meiner Überzeugung gebührt das Heil allein dem Herrn im Himmel. So, und jetzt wollen wir arbeiten. Es gibt eine Menge zu tun. In einigen Wochen ist ja unsere große Schulaufführung. Und da wollen wir alle gemeinsam mal zeigen, was wir können. Zuerst singen wir Die Gedanken sind frei, dann tanzen wir den Vierländer-Fischer-Tanz und dann sagt Hans-Jürgen das Gedicht auf. Hans-Jürgen, hast du schon geübt? Aber nur die erste Strophe. Bitte? Wie ruhest du so stille in der weißen Hülle, du mütterliches Land? Wo sind des Frühlings Lieder, des Sommers bunt Gefieder und dein gebliebenes Festgewand? Ausgezeichnet. Setz dich. Wie ruhest du so stille in deiner weißen Hülle? Was soll das bedeuten? Wer kann das beantworten? Kurt? Der Schnee. Aber woher will Hans-Jürgen wissen, wie der aussieht? Bei den Negern schneit's doch nie. Aua! Fräulein Eilert! Er hat mich gehauen! So, dann singen wir jetzt alle gemeinsam Die Gedanken sind frei. Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie
Willst du mal mein Gedicht hören? Ja, sag mal. Ruhest du so stille in deiner weißen Hülle, du mütterliches Land? Wo sind des Frühlings Lieder, des Sommers bunt Gefieder und dein geblümtes Festgewand? Du schlummerst nun entkleidet, kein Lamm noch Schäflein weidet auf deinen Auen und Höhen. Der Vöglein liegt verstummet und keine Biene summet, doch du bist auch im Schlummer schön. Bravo, sehr schön. Da kommen noch 3 Strophen, die kann ich auch noch. Dabei ist die Aufführung noch ich lange hin. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Darf ich denn da auch kommen? Willst du? Das wäre grandios, Franz. Weißt du? Du müsstest ein richtiges Boot haben. Du meinst ein richtiges Boot? Womit wir beide fahren können? Ja, aufs Meer. Wir zwei, wir wären eine gute Mannschaft. Du bist der Kapitän. Und du der Steuermann. Mega, mega schön, Staffel. So, das ist besser. Mit der Mütze erkennt man dich nicht immer gleich auf den ersten Blick. Hm? Ach. Komm. Hier, hol uns doch mal oben Eis. Er mag dich so gern. Und du? Mein Tausendschönchen, magst du mich auch ein klein wenig? Mhm. Sag mal, Bertha, möchtest du einen Schrebergarten haben? Franz, das ist mein größter Traum. Ich würde 10 Jahre meines Lebens für einen Schrebergarten geben. Aber da kommt man nicht leicht ran. Was glaubst du, wie lang da die Anwärterliste ist? Ich könnte da was deichseln. Das wäre ja... Danke. Oh, danke. Bitte. Danke. Habe ich dir schon gesagt, dass ich heute Nachtdienst habe? Muss ich dann bei Tante Möller schlafen? Das macht ja doch nichts. Da könnt ihr schon 17 und 4 spielen. Die hat keine Lust mehr, weil sie immer verliert. Darf ich nicht bei Franz schlafen? Also weißt du, der Franz, der hat zufällig heute auch Nachtdienst. Mist. Ich lernte also nicht nur Gedichte. Ich lernte auch tagtäglich neue Anspielungen auf meine Hautfarbe kennen. Ich war der Sarottimor, der Schornsteinfeger, der schmutzige Tintenbug. Ich ahnte, dass mir eine Mütze dagegen auf Dauer nicht helfen würde. Fiete und Klaus halfen mir. Sie hatten schon vor Jahren vergessen, dass meine Haut anders war als ihre. Und so konzentrierten wir uns auf die entscheidenden Dinge des Lebens. Nächste Woche, es ist noch so neu. Habt ihr schon gesehen? Es hat konifizierte Röhren. Ja, ich weiß. Und eine Torpedo-Dreigangnabe von Fichtel und Sack. Mein Vater geht's ja sehr gut. Aber dafür sitzt er auch Tag und Nacht hier und näht Uniform und Umstandskleider. Du bist ja auch Einzelkind, da kriegt man sowieso mehr ab. Ich muss diese Eierschäße hier fahren. Weil mein Bruder Gerd war dir auch mal neu. Jüngster sein ist kolossaler Mist. Was hat er denn? Überleg doch mal, du Torfkopf. Er ist Einzelkind und er hat gar keinen Fahrer. Hans-Jürgen, willst du auch mal eine Runde fahren? Nein, danke. Nächste Woche vielleicht. Franz, noch ein Bier? Nein, danke. Im Kinderzimmer bin ich fertig. Was soll ich als nächstes machen? Das Schlafzimmer. Hans-Jürgen, kannst du dir schon mal die Hände waschen? Wir wollen gleich essen. Hallo, Großer. Hallo, Franz. Ach, Bertha. Ja? Mit unserem Ausflug am Sonntag, das wird leider nicht. Ja, Parteiversammlung. Aber du kannst ja Else mitnehmen. Seit wann bist du in der Partei? Habe ich das nicht erzählt? Mm-mm.
glaubst du denn, Tausendschuld? Als Personalleiter, da muss ich in der Partei sein. So, musst du das? Ja, das muss er. Siehst du? Wie läuft in der Schule, Herr Ingenieur? Gut, ich habe eine 1 im Diktat. Was? 1 rauf mit Mappe. Hast dich eigentlich schon zum Jungvolk angemeldet? Er ist doch noch nicht mal 10. Nächsten Januar werde ich 10. Ich gehe, wenn Klaus und Fiete gehen. Bis Januar ist ja keine Ewigkeit mehr. Na ja, das bedeutet Kameradschaft. Und Kameraden halten zusammen. Hans-Jürgen, das schenke ich dir. Trag's in Gesundheit. Für mich? Guck mal, Mutti. Danke, Franz. Jürgen, die Tapete ist schon fast trocken. Morgen kannst du wieder bei dir schlafen. Kannst du mir das dran nähen? Nein. Aber das hat mir Franz geschenkt. Ja, und auch wenn er es dir geschenkt hat, werde ich dir nicht annähen. Magst du die Partei nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, die tun uns nicht gut. Will der Franz dich heiraten? Er hat mich noch nicht gefragt. Warum? Würdest du das denn wollen? Weiß nicht. Ob mein Vater irgendwann wiederkommt? Das glaube ich nicht. Und ich habe ja jetzt den Franz. Aber wenn dein Vater dich mal sehen könnte, der müsste ja platzen vor Stolz. Das würde ich ihm gönnen. So ein Junge. Wenn du groß bist, dann kannst du vielleicht mal deinen Vater oder deinen Großvater in Liberia besuchen. Die werden staunen. Wenn ich groß bin und Ingenieur bin, dann gehe ich nach Liberia und zeige denen, wie man Brücken baut. Aber bis du groß bist, bleibst du so lange hier bei mir? Mal sehen. Du. Ah, moin. Moin, Hans-Jürgen. Moment. Das ist großartig. Danke, Tante Möller. Na, mein Schittbüttel. Gern ist es nicht geschehen. Das her? Vom Franz. Der wird mein Stiefvater. Und Tante Möller hat's mit dran genäht. Setzen. Na, na, na. Haben wir in dieser Klasse noch nie etwas vom deutschen Gruß gehört? Doch. Na, also. Dann gehe ich jetzt noch einmal hinaus und komme wieder rein. Und dann grüßt ihr noch einmal, wie es sich gehört. Volkeintritte. Das ist ja noch etwas mager. Guten Morgen. Guten Morgen. Setzen. Heil Hitler, Fräulein Eilert. Guten Morgen, Herr Friede. Ich sag euch etwas. Wenn alle Jungen in eurer Klasse Mitglied des Jungvolkes sind, dann bekommt ihr einen Tag schulfrei. Das ist eine schöne Brücke. Tüchtige Arbeit. Adolf Hitler liebt Brücken. Er wollte ein paar Backpfeifen. Guck mal ernst, Granateneinschläge. Ist doch Kinderkram. Braucht jemand was zu rauchen? Kameraden, es gibt einen neuen Auftrag. Mussolinis Truppen sind den Abessinien eingefallen. Der Völkerbund ist dagegen. Aber was tun sie, um den Abessiniern zu helfen? Nichts. Rein gar nichts. Waffenembargo.
Man müsste sich bis nach Afrika durchkämpfen und den Abessiniern beibringen, wie sie sich gegen Mussolinis Panzer wehren können. Speere. Ja. Speere zwischen die Räder und Ketten der Panzerrahmen. Und dann Panzerabwehrgranaten drauf. Bang, ist der Panzer hinüber. Mal sehen. Ich denke, ich ziehe demnächst in den Wüstenkrieg und helfe den Eingeborenen. Können wir da mitkommen? Warum nicht? Eines Tages? Aus jedem Jungen wird man passabler Soldat, ne? Aber du sagst Bescheid, wenn du gehst. Natürlich. Meine Mutter würde mir sowas nie erlauben. Stimmt. Ich muss bestimmt auch erst die Schule fertig machen. Schule? Da lernt man noch nichts. Haben eure schlauen Lehrer euch wenigstens schon erklärt, wie man die Babys macht? Dachte ich mir schon. Komm mal ran hier. Glaubt ihr das? Das hat er sich ausgedacht. Das ist unmöglich. Aber der Ernst Krüger denkt sich doch sowas nicht aus. Der weiß solche Dinge. Der kommt doch aus Hammerbrook. Vielleicht sind in Hammerbrook die Kinder so gemacht. Aber hier in Barmbek doch nicht. Nee, hier werden die anders gemacht. Ja, wie werden sie denn hier gemacht? Eben anders. Durch fleischliche Vermischung, denke ich mal. Ich muss euch was sagen. Ich habe mich zum Jungvolk angemeldet. Aber wir haben doch geschworen, wir machen es nur zusammen. Ich weiß. Aber mein Vater näht doch für die Partei. Da geht es nicht, dass sein Sohn nicht im Jungvolk ist. Aber wir haben doch geschworen. Ist doch nicht so schlimm. Passt auf. Mein Vater hat mir zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn versprochen. Und ihr dürft beide mitspielen. Wenn du pimpf bist, hast du sowieso keine Zeit mehr zum Eisenbahnspielen. Deutschland erwacht. Jetzt geht's schnurstracks aufwärts mit uns. Ja, Manke. Fahne hoch, rein fest geschlossen. Gleich kommt mein Fiete. Guck mal, da ist Fiete. Siehst du, immer nur marschieren. Das stimmt einen so richtig ein zum Tanzen. Bertha, ziehst du dir eigentlich noch ein anderes Kleid an? Wieso? Findest du das zu bieder? Ich wollte in diesem gehen. Franz mag das so gern. Na, wo hast du die denn alle her? Von Franz. Er schenkt dir Samen. Was ihr wieder denkt. Was schenkst du ihm dafür? Wollene Kondome? Kniestrümpfe für Hans-Jürgen. So. Bevor ihr zwei jetzt losgeht, wo ist Hans-Jürgen? Hans-Jürgen? Komm mal rein, bitte. Mensch, Schiedsrichter, du gehst jetzt runter zu Fanletti und holst uns drei Bier. Die Luft ist ja heute so trocken. Los, die Luft ist heute so trocken. Ein kleines Bierchen für die Nierchen. Das wird mal ein ganz hübscher, dein Hans-Jürgen. Bei dem werden die Mädchen Schlange stehen. Natürlich, bei der Mutter. Ja.
Scheiße, Elsbeth. Dann kommst du jetzt nicht mit tanzen? Nein, ich komme jetzt nicht mit zum Tanzen. Elsbeth. Oh, guten Abend, Herr Wahl. Gut, dass Sie da sind. Guten Abend. Bertha hat ein bisschen Kummer. Bertha. Was ist denn passiert? Bertha, was ist denn los? Die haben den Hans Jürgen, Männer unten bei Zanellette, sie haben ihn behandelt wie ein Stück Vieh. Warum tun die denn sowas, Franz? Er ist doch noch ein Kind. Ich werde nur mit ihm sprechen, ja? Hans-Jürgen? Ach, Großes. Es tut mir leid. Weißt du, die Männer sind im Grunde ganz anständig, aber... Ein paar sind immer dabei, die trinken zu viel und dann... Das meinen die nicht so. Warum hast du mir nicht geholfen? Ich hab das so schnell gar nicht mitgekriegt. Es war so laut. Außerdem, ich bin noch in der Partei, weißt du. Da muss ich immer akkurat sein. Ich bin der Personalleiter. Aber wenn du erstmal in der HJ bist, dann wird vieles für dich leichter. Für dich und deine Mutter. Dann gehört er ja auch dazu. Und HJ, das bedeutet Kameradschaft. An Kameraden halten zusammen. Was ist mit unserem Boot? Das bauen wir, das habe ich dir doch versprochen. Deine Mütze ist weg. Ich kaufe eine neue. Eine viel schönere. Weißt du, dass ich deine Kneipe war, das erzähl mal nicht deiner Mutter. Das würde Bertha nicht verstehen. Frauen verstehen sowas nicht. Nein. Kann ich mich auf dich verlassen, Große? Männer Ehrenwort? Männer Ehrenwort. Generationen werden kommen, Generationen werden wieder vergehen. Und
alle ganz rücklich. Nicht Arian ist das Betreten dieses Spielplatzes strengstens verboten. Also ich bin kein Nicht-Arier. Das steht fest, schätze ich. Ich auch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich müsste mal meine Mutter fragen. Auf alle Fälle ist das unser Revier. Genau. Wir sagen, wer hier betreten darf. Das Schild kommt weg. Genau. Los, Fiete, mach mal eine Räuberleiter. Und hau auf! Durch. Hoffentlich kommt nicht die Polizei. Scheiße, Mann, ich gleich ins Hemd, Fiete. Wollen wir zu Ernst? Vielleicht hat er schon die Sperre fertig für die Abyssinier. Nein, ich muss noch ins Jungvolk. Selber schuld. Ich muss nirgendwo hin. Meine Mutter hat Spätdienst. Sie kommt erst um 9:30. Musst du nicht zu Tante Möller? Nein, ich bin jetzt Schlüsselkind. Ich kann jetzt machen, was ich will. Du hast's gut. Willst du bei uns essen? Es gibt Milchreis mit Zucker und Zimt. Ja, bei Tante Möller gab's sowas auch immer. Ich mach schon auf. Ich. Ach, der Hans-Jürgen. Guten Abend, mein Junge. Guten Abend, Herr Mahnke. Wie geht's der Frau Mama? Gut, sie hat jetzt Spätdienst. Tüchtige Frau. Bleibst du zum Abendessen? Wenn ich darf. Ja, war klar. Da, Hände. Willst du Erdbeersaft? Er mag Erdbeersaft. Wie ein kleines Mädchen. Er ist auch feige wie ein Mädchen. Deswegen will er nicht ins Jungvolk. Er hat nämlich Manschetten vor der Pimpfenprüfung. Die schafft er nämlich natürlich nicht. Natürlich schaffe ich die. Ich laufe 60 Meter in 9 Sekunden und den Schlagball werfe ich 37 Meter. Das ist wahr, Herr Mahnke. Wer es glaubt, wird selig. Diskop. Unterlegen wir noch einen Teller. Hans-Jürgen bleibt zum Abendbrot. Sag mal, darf der denn eigentlich hier sein, Wilhelm? Ich meine nur wegen... Ja, arisch ist er nicht. Aber ist ja doch ein ganz netter Junge. Außerdem hat der Führer noch nichts über die Neger entschieden. Jetzt geht's erstmal um die Juden. Da sind ja auch wesentlich mehr. Wohl wahr. Ich habe auch noch nie einen Neger gesehen, außer den Freund von unserem Klaus. Dann musst du mal mit deiner Mutter in den Tierpark gehen. So, alle meine Hände waschen und zum Tisch. Zack, zack. Mutter hat den Milchreis fertig. Warum die Deutschen im Krieg unterlegen waren? Ja. Der Führer sagt, an allem sind die Juden schuld. Ganz allein die Juden. Lasst euch ja niemals mit einem Juden ein. Das Juden, die sind wie Ratten. Schädliches Gesindel. Ich ekel mich vor Juden. Ich auch. Die sind widerlich. Sagt mein Onkel Franz auch. Von dem habe ich das hier. Der ist in der Partei. Mhm. Warum verhaftet die Polizei eigentlich nicht alle Juden und steckt sie ins Gefängnis, Vater? Nur Geduld, Liebchen. Ich bin sicher, dass der Führer zur passenden Zeit eine Lösung finden wird. Gib doch Hans-Jürgen mal noch einen Nachschlag. Komm mal her, Bürschchen. Ich hab genau gesehen, wie du unsere Plakate beschmiert hast. Das möchte ich nicht normal sehen. Lassen Sie sofort den Jungen los! Hans-Jürgen? Oh, Hans-Jürgen. Hans-Jürgen, bin ich froh. Ich dachte schon, da draußen das... Wo warst du denn? Ich hab dich überall gesucht. Bei Tante Möller. Und bei Franz warst du auch nicht. Es ist schon fast 10. Oh, guten Abend, Herr Mank. Guten Abend, Fräulein Bates. Aber Sie brauchen sich doch keine Sorgen machen. Der Hans-Jürgen war bei uns. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass an Ihrem Fenster etwas fehlt. Vielen Dank, Herr Mank. Hans-Jürgen hat mir erzählt, dass Sie kein Geld hätten, sich eine Fahne zu kaufen. Da dachte ich mir, ich bin Ihnen auch gern behilflich, sie zu montieren. Darf ich? Bitte. Ja, hier. Müssen Sie sie raushängen. So. Mach ich. Sitzpflicht, ja. Ja, das mache ich dann gleich. Ja, Sie haben es nicht leicht. Als alleinstehende Frau. Aber der Junge ist gut erzogen und sportlich. Da können Sie sehr stolz sein. Ja, dann. Ach so, ich habe ja noch was. Der Führer gehört jetzt in jeden Haushalt. Oh. Ja, danke, Herr Mahnke. Ist ja wirklich sehr freundlich. Ja, der Rahmen, den hatte ich noch über. Schön. Ja.
Ja, dann drehe ich mal wieder meine Runde. Gute Nacht, Fräulein Betz. Nacht, Herr Mank. Hans-Jürgen. Leg mir wenigstens einen Zettel hin, wenn du woanders bist. Ich komme ja um vor Angst, verstehst du? Was bei Zanoletti passiert ist, das kann überall passieren. Willst du den Führer nicht aufhängen? Hier zu Hause will ich keine Politik haben. Das darf Klaus Vater aber nicht erfahren. Dann halt die Schnute. Ich glaube, Herr Mahnke ist farbenblind. Warum? Er hat gesagt, Neger gehören nicht zur deutschen Rasse. Aber mich mag er. So, jetzt pack deine Sachen zusammen und dann ab ins Bett. Guck mal hier. Nicht Arian ist das Betreten dieses Spielplatzes strengstens verboten. Wo hast du das denn her? Vom Spielplatz. Steht doch drauf. Wir haben es abgeschraubt. Klaus, Fiete und ich. Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen, abgeschraubt und mitgenommen? Weißt du, was das heißt? Das ist Diebstahl. Ihr seid Diebe. Das ist unser Spielplatz. Du wirst das Schild zurückbringen. Gleich morgen. Nein. Oh doch. Du wirst es morgen wieder anschrauben. Mein Sohn stiehlt nicht. Jetzt verschwinde ab ins Bett. Entschuldigung, aber nimm doch die Mütze ab. Sind wir denn nicht Arier? Ich bin arisch, aber du bist vielleicht nicht arisch, weil dein Vater ein Nicht-Arier ist. Aber ich kenne meinen Vater nicht einmal. Das ist ungerecht. Warum darf ich nicht mehr auf meinen Spielplatz? Ich bin noch Deutscher. Natürlich bist du ein deutscher Junge. Franz soll mal den Herrn Mahnke fragen, ob er dich weiterhin auf den Spielplatz lässt. Der wird bestimmt eine Ausnahme machen. Ich will keine Ausnahme sein. Ich will sein wie alle anderen. Du bist ja auch keine Ausnahme. Aber du bist ein ganz besonderer Junge. Nur du musst vorsichtiger sein als Klaus und Fiete. Hast du das verstanden? Franz, ich bin so entsetzlich glücklich. Mein eigener Garten. Du musst nur noch unterschreiben. Ich habe die Pachtgebühr fürs ganze erste Jahr dabei. Und sieh mal, das ist mein Pflanzplan. Also, hier die Kartoffeln, hier das Gartengemüse und die Blumen. Vorne die kurzen und hinten die Stauden. Und das hier, das ist mein Johannisbeerstrauch. Du kannst heute noch anfangen umzugraben. Schon sind wir da. Ach, noch eins, Bertha. Ja? Sag mal nichts von Hans-Jürgen. Warum nicht? Die meisten Mitglieder dieser Kolonie sind in der Partei. Deswegen konnte ich auch die Anwärterliste umgehen. Aber wenn ich nichts von ihm sagen darf, heißt das, er darf da nicht mit in den Garten? Ja, vielleicht nicht im ersten Jahr. Oder nur, wenn es dunkel ist. Wir können ja eine schöne hohe Hecke pflanzen. Franz, bist du vollkommen von Sinn? Ich soll meinen Jungen nicht mit in den Garten nehmen. Wofür haben wir denn dann den Garten? Laut Dr. Schreber dient der Garten in erster Linie der zusätzlichen Aufstockung des Nahrungsangebotes. Ach da, also warte doch. Ich hab das doch nur gut gemeint. Ich mag den Jungen, das weißt du. Aber die Partei... Die Partei. Ist die Partei jetzt deine Geliebte? Franz, du bist mir so fremd, wenn du so redest. Mal sehen, ob ich euch schon einen Tag schulfrei geben kann. Da sehe ich noch freie Flächen. Naja, nun denn, es geht alles seinen Weg, wenn auch langsam. Jetzt habe ich mal eine Frage.
Können Hamster fliegen? Hm? Fräulein Allert. Sie weiß es auch nicht. Hamster können fliegen, wenn sie sich eine Fahrkarte für den Graf Zeppelin. Du da, lass dieses negerhafte Grinsen. Das ist Hans-Jürgen. Er ist der Beste im Deutschunterricht. Für die Aufführung wird er ein Gedicht aufsagen. Dieser Junge? Ein Gedicht über den Schnee. Ich muss Sie sprechen, Fräulein Allert. Auf dem Flur. Grins mal. Ich sehe nichts. Grins noch mal. Der grinst ganz normal. Der grinst genauso wie wir. Sie tanzt ja wie eine Göttin. Geld an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Na, Bertha, wo bleibt dein Kavalier? Wir haben uns gestritten. Ach, schön. Da wird die Versöhnung umso besser. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wissen Sie denn, Fräulein Else, was La Paloma bedeutet? Nein. Kleines, weißes Täubchen. Ah. Oh, ist gut. Wenn Sie wissen, wen ich meine. Einmal muss es vorbei sein. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Je später der Abend, desto schöner die Gäste, würde deine Mutter sagen. Danke. Elsbeth braucht jetzt eine Pause und dann geht es von vorne los. Guten Abend allerseits. Gratulation, Frau Möller. Ja. Leben Sie hoch. Ja, da sag ich aber danke, Herr Wahl. Also, bei unserem Grünmann, da sehen die Rüben ja anders aus. Ananas, Ananas, der eine macht den anderen nass. Bitte. Danke. Franz kann alles besorgen. Bertha, na, bring Kaffee und Kuchen für Herrn Wahl. Ja, Elsbeth. Wir haben uns jetzt ein Kräuterlikörchen verdient. Selbstgebacken. Ja. Bitte, bitte. Danke. Nehmen wir ein Tausendschönchen. Ja. Immer noch böse. Und? So, prächtig. Wer kommt denn jetzt noch? Also, eingeladen habe ich ja keinen mehr. Prösterchen. La Paloma. La Paloma. Ein Überraschungsgast. Kaffeekuchen? Nein, danke. Fräulein Bels, ich müsste mal mit Ihnen sprechen. Fräulein Eilert? Ja. Was ist denn los? Wer war denn das? Meine Lehrerin. Du hast doch nichts ausgefressen, Schiedbüttel. Mhm. Dein Glück. Ich bin heute zum Schulleiter bestellt worden. Was? Ich bin aus dem Schuldienst entfernt worden. Warum das denn? Ich gehöre zu einer religiösen Gruppe, den ernsten Bibelforschern. Wir sind schon seit 33 verboten. Da habe ich ja noch nie von gehört. Immer heimlich getroffen. Wahrscheinlich hat mich irgendeiner angeschwärzt. Vielleicht, weil ich mich geweigert habe, mit dem rechten Arm zu grüßen. Dumm von mir. Ja, das war dumm. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Hans-Jürgs Auftritt bei der Schulaufführung untersagt wurde. Der Schulleiter hat das so angeordnet. Weil mein Sohn nicht Arier ist. Es
Mädchen, wir beide, ne? Ja, wir beide und Bismarck Flotze, ne? Mal her. Fräulein Eilert darf nicht mehr Lehrerin sein, weil sie nicht Heil Hitler sagt. Was? Und ich soll nicht bei der Schulaufführung dabei sein. Herr Frieder hat's verboten. Na, das geht nicht. Wo du so viel geübt hast. Hans-Jürgen, wenn du nicht mitmachst, gehe ich auch nicht hin. Dieser Frieder kann sich seine ganze Aufführung in den Nazi-Hintern schieben. Respekt. Das will ich jetzt nicht gehört haben. Das hier, Wilhelm, ist meine Küche. Und da sage ich, was ich denke, Herr Blockwart. Hans-Jürgen, zieh das Ding aus. So. Und das mache ich dir nie wieder rein. Hier, musst du selber nähen lernen. So. Das reicht. Elsbeth, ich gehe. Bitte, geh weg. Kommen Sie mit, Herr Wahl? Ja. Ja, also was, kommen Sie, oder? Herr Mann, jetzt bleiben Sie. Nein, ich wollte Bertha voll im Bett noch was helfen. Komm, Hans-Jürgen. Wir wollen uns von Fräulein Eilert verabschieden, komm. Also den Geburtstag, den werde ich nicht vergessen. Danke für alles, was Sie für meinen Jungen getan haben. Du bist ein guter Junge, Hans-Jürgen. Gib auf dich Acht. Wiedersehen. Meine geliebte Lehrerin ging in die Nacht. Wir haben sie nie wieder gesehen. Hans-Jürgen, kommen! Du hast geguckt. Nein. Herzlichen Glückwunsch, mein Großer. Alles Gute zum Geburtstag. Der Kuchen ist von Tante Möller. Und das hier? Das ist von Mutti. Danke, Mutti. Das ist von Franz. Meine Güte. Hitler, Goebbels und Göring. Die hat noch nicht mal Fiete. Er hat eigentlich alles. Ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Augen zu. Und Augen auf. Umdrehen. Ein Fahrrad. Ein richtiges neues Fahrrad. Das kostet doch ein Vermögen. Wo hast denn das her? Vielleicht habe ich es ja gestohlen. Nee. Dann habe ich es wohl gekauft. Setz dich drauf. Und ab auf den Sattel. Und los. Juhu. Auch wenn sie die Mutter mit Liebe gestrickt hat. Ein deutscher Junge trägt keine Langstrümpfe. Ein deutscher Junge ist abgehärtet. Selbst im Winter. Herzlichen Glückwunsch! Kannst ja jetzt bald mit in den Wüstenkrieg, hä? Ich muss jetzt nur noch aufs Gymnasium und Ingenieur werden. Endlich bist du auch mal 10. Wurde ja auch Zeit. Schönes Rad zum Geburtstag? Ja. Ab heute melde ich mich zum Jungvolk. Zäh wie Lila, hart wie Kruppstahl und flink wie ein Windhund. Herein. Heil Hitler!
Der Hans-Jürgen ist ja 10, Herr Friede. Jetzt darf er doch auch zum Jungvolk. Er will sich auch anmelden, Herr Friede. Mahnke und Petersen, nett von euch, dass ihr euren Kameraden eskortiert. Aber nun verzichtet ihr auf eure Begleitung und ihr seht zu, dass ihr in den Unterricht kommt. Du willst ins Jungvolk. Ich dachte, du wüsstest, dass du nicht ins Jungvolk darfst, also nicht Arier bist. Nicht Ariern ist es untersagt, der Hitlerjugend beizutreten. So sind die Gesetze. Aber ich bin doch Deutscher. Meine Mutter hat gesagt, dass ich Deutscher bin. So wie alle anderen. Wie alle anderen? Schau dich doch einmal an. Wo finde ich hier den? Naja, wer hat denn hier am meisten zu sagen? Wo finde ich diesen Heimführer? Danke. Du kennst mich doch. Hans-Jürgen, der aus der 1a. Du warst mein Beschützer. Ich will für meinen Sohn die Mitgliedschaft beantragen. Hans-Jürgen will es unbedingt. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, Frau Beetz, weise ich Sie jetzt darauf hin, dass es für Ihren Sohn keinen Platz gibt. Walter, was heißt das? Wir werden diesen Jungen nicht dulden. Aber mein Sohn ist doch in Hamburg geboren. Ich bin seine Mutter. Sie kennen ihn doch sehr gut, Walter. Wir werden Kreaturen wie ihn nicht dulden. Weder in unserer Organisation, noch in dem Deutschland, das wir gerade aufbauen. Ein Deutschland, das wir säubern werden von allem, was nicht arisch ist. Säubern von jedem negerischen und sonstigen Gesindel.